Moin Moin und willkommen zu einer weiteren Folge Pokémon Alpha Saphir Random Master Nuts Lock Challenge. Im letzten Part sind wir durchs Team Aqua Versteck geeiert. Scheint jetzt hier kurz vorm Bosskampf zu sein. Findet ihr noch einen Wutkeks? Sehr gut. Und ich würde sagen, wir machen straight weiter und besiegen den Boss. Mal gucken. Du bist wirklich gekommen. Ja, ich bin hier, wie du siehst. Können wir vorbeilaufen? Können wir nicht. Ich dachte, da oben gibt es vielleicht noch was. Aber nun. Eins muss ich dir lassen, Kleiner. Von allen Quälgeistern, die sich in unser Versteck eingeschlichen haben, bist du der Einzige, der es bisher geschafft hat. Aber halt dich fest, ich habe schlechte Neuigkeiten. Du bist leider zu spät. Wir haben das U-Boot schon fertig umgebaut. Ein sehr schönes U-Boot. Schau dir nun mal diesen Bohrer an. Der wird jeder Zahnarzt neidisch, oder? Das Ding frisst sich durch das Siegel der Tiefseehülle, als wäre es Zahnstein. Adrian, mein Skipper, hockt schon längst im U-Boot. Aber wenn du es schaffst, an mir vorbeizukommen, holst du ihn vielleicht noch ein. Aber ich habe noch schlechtere Neuigkeiten. Um an mir vorbeizukommen, musst du mich in einem Pokémon-Kampf besiegen. Und ich kann dir garantieren, dass das kein Zuckerschlecken wird. Ich bin total heiß auf diesen Kampf. Ich koche richtig gehend. Ich bin am Sieden. Jetzt ist es soweit. Ich hab's erreicht. Die maximale Siedekraft. Zeit, die Zutaten in den Topf zu werfen. Dich, mich und unsere Pokémon. Los, los, los. Jetzt wird gekämpft. Bist du am Fall? Was ist mit ihm los? Er ist aber völlig auf Crack. Ein Hu. Puh. Bitte nicht die. Ach Gott sei Dank, nicht die Megaform oder whatever das ist. Das ist die kleine normale Form. So, aber was war das jetzt schon wieder? Stahl und Fee? Ich vergesse. Hab sie da vergessen, was das ist? Level 39. Wir machen mal Flammi rein. Ich will wissen, ob es den Stahltyp hat. Aber wahrscheinlich wieder überhaupt nicht. Ne, der Steintyp war doch bei. Oh Mann, ich bin komplett falsch gerade. Was passiert hier gerade? Wir haben Fähigkeiten getauscht. Das geht aber gar nicht. Wir machen mal einen Flammensturm. Stimmt, ich habe die Fähigkeit. Das ist nicht gut. Ich hatte ja die Fähigkeit, dass wenn ein Flammi mit Feuer angegriffen wird. Der Attack-Ding steigt. So, okay. Dann machen wir das anders. Shit, ich weiß ja nicht, was das für ein Typ hat. Ja, und Shamer rein. Oh, da geht irgendwas in die Hose jetzt, hab ich das Gefühl. Ich weiß nicht, was das für eine Attacke ist, was wir da jetzt abbekommen. Phantomkraft. Nächstes Pokémon. Shit. Boah. Das war knapp. I don't like this. Das ist so ein kleines Drecksvieh. Ich hasse es. Er macht das nochmal. Okay. Gefällt mir überhaupt nicht. Ich mag diese Attacke nicht. Oh, Baller! Randy! Was war das denn? Okay. Das hat Aua gemacht. Huiuiui. Himmelhieb. Himmelhieb klingt sehr, sehr gut. Vergessen. Eine Kampfattacke. 85er Stärke. Kinnhaken, der das Ziel gegen Himmel schickt. Aber die Vergeltung ist halt auch ganz geil eigentlich, ne? Genauigkeit ist halt auch nur 90, ne? Also es ist. Boah, ich würde fast bei der Vergeltung erstmal noch bleiben. Da sind wir ja ganz gut gefahren bis jetzt mit. Ich weiß nicht, ob es ein Fehler ist, aber wir lassen sie weg. Puh, okay, hat er nur ein Pokémon gehabt. Level 42 für Flammi, sehr gut. Hui, okay. Ja. Kurz mal geschwitzt, aber dann ging es ja doch ganz gut. Ah, das hat gesessen. Oh ja. Und jetzt lass uns bitte durch. Ach, schön. Skipper, ich habe meinen Teil getan. Der Rest liegt an dir. Jetzt haut ab. Komm sofort zurück. Oh, wir sollten vielleicht jetzt Randy zwei Surfer beibringen. Das würde ganz gut passen.
Während du dich hier mit mir gezofft hast, hat Adrian in aller Ruhe die nötigen Vorbereitungen abgeschlossen. Ich verfolge nur ein einziges Ziel. Ich will, dass Adrian seinen Plan umsetzen kann. Mehr will ich nicht. Adrian ist mein Captain, mein Skipper. Für ihn würde ich alles tun. Ich hab's vorhin schon gesagt. Mich zu besiegen ist kein Zuckerschlecken. Dafür solltest du einen Vorgeschmack auf die Welt bekommen, nach der Adrian strebt. Adrian ist unterwegs zur Tiefseehöhle. Sie liegt tief unten am Grund des riesigen Meers, hinter Seegrasul City. Wenn du erstmal da bist, wirst du bestimmt besser verstehen, von was für eine Art Welt Adrian träumt. Dann kannst du hautnah dabei sein, wenn der Startschuss für seine Welt des Anfangs fällt. Normale Menschen und Pokémon schaffen es nur nicht dorthin. Wenn du es aber unbedingt willst, tja, dann würde ich an deiner Stelle vielleicht mal ein paar Küstenstädten einen Besuch abstatten. Vielleicht kommst du bei einem der dortigen Spaziergänge selbst auf den Trichter. Okay. Also wir müssen wohl irgendeine Seeroute nehmen. Wir gucken uns erstmal noch hier oben. Sieht nämlich verdächtig aus. Ja, hier so ein Teleport. Ah, hier kommen wir wohl ganz raus. Hm, okay, gehen wir nur ganz raus. Ja, okay. Wie geht es jetzt weiter? Wie geht es weiter? So, sind wir wieder hier. Eine Ewigkeit später. Hier, wir sind noch von hier gekommen. Das war doch... Aber... Hä? Hab ich irgendwas falsch gemacht? Hab ich irgendwas Dummes übersehen? Oh Gott, ich habe die Treppe übersehen, oder? Okay. Nun. Das werde ich dann wohl geschickt zusammenschneiden müssen. Oh, shit, ey. So, wenn ich jetzt auf die Karte unten gucke. Ich mache nochmal kurz hier. Ich behaupte mal, wir müssen jetzt irgendwie nach Graphitport City und dann können wir hier so rüber surfen, ne? Aber... Ich würde sagen, wir nehmen so schnell die Route 105 mit, weil hier dürfen wir ja auch noch ein Pokémon fangen. Und hier ist ja auch noch was. Seewoge Malvenfroh. Sollen wir erst dahin? Floßbrunn. Hm. Seewoge Malvenfroh. Ist das mit dem versunkenen Schiff? Aber hier ist die Tiefseehöhle auf jeden Fall. Die sind dann storytechnisch als nächstes hin. Ich will das hier, glaube ich, erstmal gern mitten, noch die Seewoge. Wir fliegen jetzt erstmal nach Blütenburg City. Fangen dort einen Pokémon. Zack, zack, fliegen. Schee, fliegen. So. Aber gerade vom Blüten. War jetzt wieder unklar, was ich gemacht habe, glaube ich, oder? Kommen wir hier direkt? So, das ist der nächste Punkt. Haben wir in Blütenburg City selbst ein Pokémon gefangen? Ich glaube nicht, ne? Ah, seht ihr? Randy wollte auch noch einen Surfer beibringen. Hier ist ein Item. Okay, nehmen wir mit. Eine Genie-Feder. Doch sehr interessant. Da habt ihr nicht gesehen, in welchem Beutel das gesteckt wurde. Ist sie hier? Nein. Ist auch nicht. Ist auch nicht. Da. Schenkt man einem Pokémon dieses Item, wird dessen Spezialangriffsbasiswert dauerhaft erhöht. Spezialangriff ist natürlich sehr, sehr gut. Wer könnte das denn haben wollen, brauchen können? Das wäre für Flammi ja eigentlich ganz nett, ne? Wir geben es Flammi. Dann werden die Feuerattacken ein bisschen stärker. Sehr gut, halt. Der Wutkeks wollte auch noch schnell gucken. Eine Spezialität aus Mahagonia City. Sie wird gern als Souvenir gekauft. Ah, okay, stimmt. Ich erinnere mich, das gab es ja in Johto schon. So, ich glaube, wir haben hier noch kein Pokémon gefangen, aber das will ich jetzt nicht riskieren. Da muss ich nochmal nachschauen. Wie kommen wir jetzt am schnellsten auf diese Route? Oh, das sind hier 1000 Pokémon. Können wir zum Wald fliegen? Wir können zum Wald fliegen. Natürlich sehr nett. So, okay. Hier ist das Bootsverleih, whatever. Können wir
5 von hier aus Surfer einsetzen? Ne, wir suchen mal zum Strand, ne? Nee. Ah, kommen sehr weit runter. Okay, nice. Dann sollten wir doch die neue Route jetzt betreten können. Und wir sind drauf. Gut. Dann gib uns mal was Schönes. Wir wollen noch ein bisschen erkunden. Das wollte ich jetzt nicht unbedingt. Okay. Okay. Juche. Oh nein, was sind wir hier reingeraten schon wieder? Jo. Level 25, Gott sei Dank nur. Um Himmels Willen. Was hat das jetzt für Typen? Alle, oder? Wir machen mal einen Eisenschädel. Begrenzt sein. Dein Geist ist begrenzt vielleicht. Und weg mit dir, Gott sei Dank. Jesus fucking Christ. Ey, außer in den Trainer reingerannt, da kommt er gleich mit sowas Dummem ums Eck. Aber sind gute XP, ja. Und ein Rosana. Sehr schön. Wie wäre es mit einem Eisenschädel, Rosana? Erstmal ein Herzstempel. Oh nein. Wir kriegen 3 Punkte Schaden und Schrecken dadurch zurück. Ist klar. Jawohl, komm. Weg damit. Bye bye. Wieder schauen, reingehauen. So. Jetzt hätte ich aber gern den Encounter. Ah, komm, wir nehmen es mit. Ich weiß nicht, was es ist. Aber es klingt interessant. Und es ist. Oh, yes. Oh, yes. Ein Glurak. Jay hätte noch einen Trank gebrauchen können. Aber hier waren. Ach ne, wir haben das Ding weggemacht, ne? Shit. Haltet. Ich hab grad. Kompletten Aussetzer. Trugschlag. Ich will das nicht besiegen. Trugschlag? War das die Attacke, mit der 1 KP übrig bleibt? War das das oder war es wieder was anderes? Ich bin gerade so dumm! Ich bin gerade so dumm! Ich bin gerade so aufgeregt. Ich will es haben. Aber wie greife ich das an? Wie greife ich es an? Diego hat doch Ruckzuckhieb. Es sollte doch ein Ruckzuckhieb überleben. Trugschlag. Wie kann ich mir Attacken zum mal angucken? Scheiße! Ah, da steht's. Ah, okay, jetzt ist die Attacke. Oh mein Gott. Ah, ich bin ja so am Paniken gerade. Dann einmal Trugschlag bitte. Wie hieß denn das andere? Mogelhieb war das andere. Ah, ich hab's mit Mogelhieb verwechselt. Jesus. So. Nochmal. Das macht ganz schön Aua. Sehr schön. So, wir wechseln einmal. Und zwar zu Flammi. Das hält ja ein paar Feuerattacken aus, hoffentlich. Boah, Kluch. Wird schwierig zu fangen sein, ne? Ich will doch nicht den Meisterball dafür verplempern. Weil wer weiß, was wir noch alles kriegen. Wir werfen mal einen Hyperball. Komm, du kleines Glurak. Ja, feines Glurak. Ja, wer ist ein feines Glurak? Oh, ein Wurf, ein Schrei. Glurak ist mein. Unser. Nice, ey, krass. Oh, Flammi, da hast du gerade harte Konkurrenz bekommen. Glurak fliegt durch die Lüfte, um starke Gegner aufzuspüren. Sein heißer Feueratem bringt alles zum Schmelzen, aber es richtet seinen Feueratem nie gegen schwächere Gegner. Das wird sich ändern, wenn es bei uns im Team ist. So, ein Name für Glurak. Puh, sehr geiler Fang auf jeden Fall. Ja. Was nehmen wir da? Wir hatten noch keinen Glurak bis jetzt, glaube ich, in den ganzen Challenges, oder? Ich glaube nicht. Kutexo hatten wir, aber keinen Glurak. Gib ihm einen süßen Namen. Wie wär's mit? Ah! Foi Foi. Foi Foi. Machen wir das so. Das sollte passen. Solange Flammi aber jetzt noch im Team ist, würde ich sagen,
Wir behalten mal noch Flammi. Auch wenn Feufeu ganz nett ist. Aber der Flugtyp ist halt immer so eine Sache, der noch dabei ist. So, jetzt gehen wir nach... Wir machen es von Graphitport City aus. Wir gehen aber erstmal ins Pokémon Center jetzt. Und wahrscheinlich wird es wieder einige Trainer geben, oder? Und, gucken wir nochmal kurz, wie viel Geld wir haben. Beziehungsweise das Nugget müssen wir ja auch noch verkaufen. Das sollten wir nicht vergessen. Dankeschön, Schwester Joy. Immer wieder gerne. Bin ich froh, dass das nichts kostet. Sonst wären wir arm. Ganz arg arm. Verkaufen. So. Basis. Nee. Bei Items. Das Nugget kommt weg. Tschüss. So, haben wir noch irgendwas? Dass da nicht direkt dabei steht, wie viel wir dafür bekommen, ey. 100 und nicht Juwel, ne? Das ist so viel Kram dabei, den wir eigentlich gar nicht brauchen, ey, aber... Der rote Edelstein, der kann doch weg zum Beispiel. Ist der wirklich nur bei Items? Ich dachte, der wäre bei Basis-Items dabei. Aber okay. Noch ein Fossil haben wir ja auch noch. Die ganzen Niedsteine von den Pokémon, die wir nicht haben. Na gut. Kaufen. Wir hatten jetzt irgendwas mit 22.000, ne? Genau. So, sollen wir langsam auf Hypertränke gehen? Ich weiß nicht. Wir nehmen nochmal 5 mit. Zur Sicherheit. Zur Sicherheit. 2 Top-Genesungen, die haben uns schon mal den Arsch gerettet. Nochmal 5 Supertränke. Und ich will noch ein paar Hyperbälle haben. Für den Fall der Fälle. Sehr gut. Dann stehen wir doch wieder... einigermaßen okay da. So, jetzt machen wir noch eins. Jetzt geben wir Randy 2 den Surfer. Schauen wir mal, was wir dafür wegmachen. Eigentlich können wir Feuerzahn jetzt wegmachen. Ne? Das ist, glaube ich, gar nicht blöd, wenn wir das wegmachen. Schmarotzer. Ja, schon eine geile Attacke eigentlich. Sehr gut. Dann gucken wir mal, wie gut wir hier durchkommen. Jetzt geht es erstmal zum Strand, ne? Was ist rein die Strandroute hier? Wie weit kommen wir hier runter? Ja, schon sehr weit, sehr gut. Das ist klar, auch sehr interessant, okay. Aber okay, das ist ja gar nicht so weit wie gedacht. Dann wollen wir mich mitnehmen? Ich weiß es einfach nicht. Doppelkampf? Nein, kein Doppelkampf. Doppelkämpfe sind nie gut. Auch wenn ich behaupte, dass das Level von denen eigentlich gar nicht so hoch sein dürfte. So, neue Route, neues Pokémon. Los. Ich dachte, das reicht. Shit. Ich dachte, das reicht. Dem war nicht so. Ein Pokémon. Ein Latias. Warum haben die alle legendäre Pokémon, die im Wasser schwimmen? Wollt ihr mich flachsen? Ja, nee, das ist das Level 40 oder sowas. Level 27. Oh, da kriege ich wieder zu viel. Bringt der Eisenschädel jetzt was? Ach Gott, ach Gott. Ihr könnt mir gar nichts. Lanzi macht euch alle kaputt. Feuer-Odem. Na, paralysiert. Und? Nicht paralysiert. I'm surprised. Aber okay. 1800 XP, sehr gut. Ja, war okay, war okay. Ich hätte liebend gerne jetzt einen Encounter. Das klang auch wieder sehr hart und stark. Wo bist du? Wo bist du? Komm, 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 komm. So. Was kriegen wir auf Route 108? 108 war es, glaube ich, gerade eben. Oh, Galoppa. Jetzt werden wir hier mit Feuer-Pokémon aber zugeschüttet. Okay. Nehmen wir. Flammenrad. Das macht ganz schön Aua, muss ich sagen. Wir wechseln zu Flammi. Dann sollte dieses Galoppa doch eigentlich recht zügig uns gehören. Hat
Truchschlag. Beste Attacke. Beste Attacke. Beutel. Ach, guck mal, die Feuerattacke wird sogar direkt einfach absorbiert. Durch diese Fähigkeit. Das ist ja krass. Bleib drin. Bleib drin. Gutes Pferdchen. Schlechtes Pferdchen. Böses Pferdchen. Gib mir die Peitsche. Nein. Ich werde keine Tiere bzw. Pokémon hier auspeitschen. Das mag ich nicht. Nimm halt einen Hyperball. Jawohl. Hoppala. Okay. Sehr gut. Ich weiß nicht, was es damit auf sich hat, wenn es manchmal einfach nur direkt Klick macht. So. Wieder eine Namenssuche. Man kann Galopper dabei beobachten, wie es fröhlich über Felder und Wiesen galoppiert. Oder in dem Fall über Wasser. Wenn dieses Pokémon jedoch ernst macht, erreicht es bis zu 240 km/h. Dann beginnt seine Mähne zu lodern. Hallo. Du bist ein Pferd. Du bist ein cooles Pferd. Wir nennen es Jolly. Das ging sehr schnell mit der Namensfindung. Gefällt mir. Trank wollte ich. Ich muss gerade überlegen, was ich wollte. Ein Trank für Lanzi. Sehr gut. Das gefällt. Wir waschen sie ein bisschen durch. Okay, hier können wir nicht durchwaschen. Ich dachte, ich gucke nach links. Der Ort spielt keine Rolle. Für uns Ast-Trainer ist es nicht wichtig, wo wir trainieren oder kämpfen. Ach ja. Im Gefängnis kannst du trainieren. Panbüro. Ist das hier die Feuerroute oder was? Das gibt's ja gar nicht. Tempohieb, okay. Macht keine Feuerattacke. Finde ich verwirrend. Ach. Nee, komm, wir wechseln. Das ist mir zu blöd. Red Hat hängt noch ein bisschen hinterher mit den Leveln. Besieg dieses Äffchen. Kriegst du ein paar XP. Kratzfurie. Puh. Och, nur dreimal. Ey. Ich bin richtig begeistert heute. Was ist denn da los? Das ist ein schnelles Äffchen. Das gefällt mir überhaupt nicht. Und nur zweimal getroffen. Was ist denn hier los? Das ist ja unser Glückstags heute. Und der Volltreffer. So. Dartignis. Drachenklaue. Gott, sind wir langsam, ey. Das gibt's doch nicht. Das sind 10 Level oben drüber. Sehr witziger Schrei. Ah, das reicht nicht fürs Level Up. Schade. Gut, setzen wir Red Hat nach vorne. Zack. 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 So, da ist das versunkene Schiff. Ist das relevant von der Story her? Ich weiß es aber einfach nicht. Aber wir gehen mal rein. Weil hier dürfen wir doch auch ein Pokémon bestimmt fangen. Oder? Das kenne ich. Das ist... auch erste oder zweite Generation? Das könnte ein Käfer sein. Ich verbinde irgendwie gerade mit dem Käferturnier oder sowas. Will schon eigentlich nicht haben, ne? Andererseits entwickelt sich das ja sehr oft. Wahrscheinlich. Na komm, jetzt bin ich neugierig. Jetzt kommt der Trainer wieder an. Komm, wir fangen's. Wir fangen's. Oh nein! Es ist Dietmar. Es ist wieder Dietmar. Haben wir noch? Wir haben noch einen Tempoball oder sowas, oder? Flottball heißen die, nicht Tempoball. Tempoball war ja für schnelle Pokémon, meine ich. Und Flottball, den sollte man direkt am Anfang werfen. Bei einem Hauptsprung sollte das doch klappen. Gut. Ja, ja. Ja, ja. Wann kam da die erste Entwicklung mit Level 16? Oh, Level 40, nice.
Nachthieb. Nachthieb könnte schmecken. 70er Stärke, hohe Volltrefferquote. Senkt eventuell die Verteidigung. Was ist jetzt besser, ne? Wir kriegen nicht viele Volltreffer, das ist halt die Sache, ne? Ja, komm, ein bisschen RNG brauchen wir. Sehr gut. Ein Hopsi-Sprossi. So, Name ist ja wohl schon klar. Hopsspross lässt sich vom Wind treiben. Wenn es bemerkt, dass ein Sturm aufkommt, verbindet es seine Blätter mit anderen Hopsspross, damit es nicht davon geweht wird. Okay. So. Dit. Mal. Zwei. Wir machen es zwei. Weil es war, glaube ich, in einem anderen Run, wo wir das hatten. In der anderen Generation. War das in der Soul Silver? Ja, ich meine schon. Oder? Ja, I'm confused. So, ich würde aber erstmal sagen, wir parken hier. Willst du noch kämpfen? Nein, ich will noch kämpfen. Okay, dann nehmen wir den Kampf noch mit. Ist das nicht einfach wundervoll, Natur und Technik so in Harmonie zu sehen? Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Zwei Pokémon. Reptain! An sich auch ein geiles Pokémon eigentlich. Ich müsste lügen, aber es ist, glaube ich, der einzige Pflanzenstarter, beziehungsweise die Entwicklungsreihe, die ich mag und gut finde. Laubklinge gegen die Drachenklaue. Was macht mehr Aua? Butz. Auf Wiedersehen. Ein Ultrigarier. Kriegt auch eine kleine Drachenklaue ab. Sollte reichen. Voll easy Snack für Red Hat. Gut. Dann machen wir jetzt hier den Cut. Seewoge Malvenfroh, ausgewiesenes Naturschutzgebiet der Höhenregion. Perfekt. Und dann gehen wir im nächsten Part mal da rein und schauen, was es da so alles gibt. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen und dann sehen wir uns im nächsten Part. Macht's gut!